ist schon mal schön. Machen wir das? Ach, die sehen ja diese Vorschau, ne? Ja. Aber nur das kleine Bild, also die können es nicht genau sehen, oder? Ja, die sehen halt das Bild. Und wieso, wegen was denn? Ja, sonst kann man sich ja bei diesen Sachen schon vorab alles angucken. Wo muss ich was machen? Ja, das hilft ja nicht unbedingt viel, würde ich jetzt sagen, oder? Das stimmt. Also ich denke jetzt nicht, dass das so hilfreich ist. Geh mal weg da. Also. So, Herr Roth, kommen Sie bitte mal hier runter. Ich brauche Sie hier. Nicht wieder zu früh schießen. Ja, ich weiß. Es war schon wieder dumm, dass ich den Violett gemacht habe. Deswegen machen wir den direkt einfach schwarz. Dann sind wir den nämlich los. So, jetzt ziehen wir den Roten noch einmal nach vorne. Und machen den jetzt violett. Zack. Weiter Raum gelöst. Jetzt kommt hier unser nerviger Scheiß. Ah, ich habe den Raum noch nicht verkleinert. Im, ja, macht doch nichts. Im Maze quasi. Wir müssen den hier rot machen. Dann müssen wir die beiden. Wird es halt nur noch ein bisschen nerviger machen. Ja. Ist ja nicht so, dass wir genug nervige Teile haben. Stell dir vor, so viele, solche Level hättest du nur im Originalspiel gehabt. Zum Glück nicht, weil das Level, die Level im Originalspiel waren. Oh verdammt, das war jetzt dumm. Die waren sehr offen. Ah, die waren super. Du hattest viel Platz überall und so. Und ich finde dieses kleine Enge, das ist so nervig. So, jetzt kann man hier irgendwo hin? Natürlich noch nicht. Gehen wir den da hin. Hast du eigentlich im Maze den Droid so gemacht, dass du den nicht einfärben kannst? Weil das sieht nicht danach aus. Nein, man kann den Ball einfärben, wenn man will. Was aber nicht. Könnte man sich theoretisch noch retten. Man kann sich im Notfall retten, weil hier hinten das ist auch alles offen. Also du kannst dich im Notfall einmal retten. Ja. Wenn du den Ball färben solltest, geht's noch. Es ist noch lösbar. Ja. Kannst du die Bälle denn auch schwarz machen, wenn du zu oft drauf schießt? Ja. Ich kann es dir beim letzten zeigen. Weil nee, der steht ja schon. Ne, der steht ja schon da. Ich kann es ja. Moment. So, jetzt kann ich es nicht mehr kaputt machen, wenn ich da was mache. Wenn ich ihn jetzt violett mache, schwarz mache, bewegt er sich halt nicht mehr. Also sobald er noch auf dem Ziel ist, ist alles gut. Wenn ich das vorher mache, habe ich das Ding halt kaputt gemacht und kann es nicht mehr lösen. Ja, okay. So, jetzt kommen wir hier in dieses kleine Level-Part hier. Dann ziehen wir zunächst. Bewegen sich die Aggressiven dann auch gar nicht mehr oder sind die dann einfach nur nicht mehr kontrollierbar? Nicht mehr kontrollierbar. Aber die kommen immer noch zu dir hin und wollen dich platt machen. Genau. Okay. Dann kannst du es halt wirklich gar nicht mehr ablenken. Wenn ich jetzt hier halt so einen Aggressiven habe, kann ich ihn ja immer noch mal ablenken, indem ich ihn halt einfach mal anschieße. Oh, du hast dich schon geopfert. Das ist aber nett von dir. Einmal blau, zweimal blau, dreimal blau. Ich mache mir mal weg. Jetzt mache ich noch violett, weil dann gehst du da nach rechts. So, jetzt kommt das für mich der schlimmste Raum. Dieses Scheiß. Das ist der schlimmste Raum, den es gibt. Weil du hier auch nicht. Wie heißt nochmal das? Ja, Jerusalem. Weil du hier warten musst, bis du irgendwann mal einen Platz findest, wo du reingehen kannst. Den gibt's aber aktuell nicht. Ich glaube, es sind zu viele. Namen Heke. Hallo Heke. Es geht nicht. Du kommst nicht immer rein, oder was? Nee, ich würde Schaden nehmen. Der Abstand reicht nicht. Ich muss einen rausnehmen. Ja. Gut, nochmal raus. Nochmal ein bisschen anpassen. Wie geht's denn, Heke? Bearbeiten. Wir müssen doch zwei Workatroids rausnehmen. Das ist aber auch viel, also das ist echt viel. Ich glaube, ich würde so insgesamt auf die Hälfte, also jeden zweiten vielleicht rausnehmen, weil die sammeln sich eh wieder. Die haben anscheinend jeder einen eigenen Willen. Ja, hast du mal Reikens Frage schon beantwortet? Ist eigentlich aus Christian in Kriegern geworden? Ja, also ich habe es mir nicht selbst ausgesucht, ich wurde dann so genannt. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass das ein Jein wird, die Antwort. Warum? Ich hätte jetzt gedacht, dass das eine zusammengesetzte Abkürzung ist. Nee, ist möglich einfach aus meinem Vornamen. Ach nee, das war ja bei Krian 05. Richtig. Mit dem 05 dann noch. Oh, so gut es geht dem Heke. Das irritiert mich. Ich habe jetzt ein paar mehr weggenommen, dass du ein bisschen mehr Luft hast. Weil sobald er hier wirklich... Also es entsteht irgendwann
einen Raum, wo man eben hin kann, weil das ist echt saukacke gewesen. Also ist Silke entweder besoffen, hat gut gegessen und ist ausgeschlafen oder hatte nicht jugendfreie Aktivitäten. So, und jetzt einmal spielen und wir müssen es nochmal lösen. Und ich hätte wieder die Chance gehabt, dieses Maze-Ding ein bisschen anzupassen. Ich hab's wieder nicht gemacht. Noch kannst du es bearbeiten, ah, nee, nee, jetzt, noch spielen gegangen. Jetzt will ich nicht mehr. Ist jetzt Pech gehabt. So, los. Geh vor. Ist weg. Im Prinzip ist das hier auch sowas wie so eine Art Training. Also eigentlich zeigt dir das Level hier alle möglichen Mechaniken, die es in dem Spiel gibt. Du meinst ein gesamtes Level, nicht der einzelne Raum jetzt. Schon wieder diese Kacke gebaut. Wieder zu schnell. Ja, genau. Im Prinzip ist es doch so, dass mein Level hier insgesamt gerade alle Möglichkeiten aufzeigt, die es in dem Spiel gibt. Mehr oder weniger. Okay, aber was machst du denn immer hier? Kacke. So kann man es auch sagen. Oh ja, Heke, da kann ich dir nur recht geben. Na los, komm her, roter Ball. Aber das ist mit allem so. Fast eigentlich kann alles das in irgendeiner Weise mit einem. Aber nicht so gut wie Frauen. Weg, dich weg, dich weg. Nehmen wir dich mal hier in die Ecke. Und dann ziehen wir dich da in die Ecke. Was für ein nerviges Level, Es ist so beschissen. Hey, komm, das hast du sogar komplett selbst designt. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich weiß. Bei allen anderen war ich mit dabei. Da kannst du sagen, hier, ich bin schuld. Das ist so ein scheiß Level. Das ist unglaublich. Und dazu ist es nicht mal schwer, weil du alles am Boden siehst. So unschön. Naja, jetzt kommen wir hier rechts nochmal zu dem einfachen Teil. Erstmal den Orangen da an die Wand bringen. Dann hauen wir uns den Grünen hier rein. Der opfert sich. Wie nett von ihm. Dann brauchen wir den Orangen, der auch hier hingeht. Dann holen wir den Blauen rüber. Und dann wird der Violett. Vielen Dank auch. Ist es bald? Hallo? Hallo, was soll das denn? Doch ganz viel rausgenommen. Ah, da war gerade ein langer Teil, wo nichts ist. Vielleicht ist der Raum auch zu groß für diese Art von Teilen. Also, dass man eben hier kleineren Raum machen sollte mit diesem im Kreis fahren. Können die sich dann nicht schneller im Kreis bewegen auch? Ja, das ist richtig. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, scheiße. Ich hasse halt mein eigenes Level, das ist so lustig. Ich find's gut. Ja, ich auch. Also ich find's ja auch lustig, dass ich es selbst hasse. Man kann hier, wenn man richtig im Winkel hat, sogar noch genug durchschießen. Und das Tolle ist, jetzt kann ich dir ja dann... Warte, ist das schlau? Nein, das ist nicht schlau. Ich wollte gerade vorgehen, vor dem Ball, das wäre extrem dumm gewesen. Kann ich nämlich nicht diesen Abkürzungsschuss machen. Ich kann nämlich durch die an den Glasscheiben vorbeischießen, dann spare ich ein bisschen Zeit wenigstens. Was nämlich sonst nicht geht. So, jetzt kann ich dir hinten diesen schönen Raum noch zeigen, den kleinen. Der Raum, der Gang ist gar nicht so schwer. Weil der ist nicht öffnen. Selbst wenn die löffnen, wenn die löschen, passiert nichts. Nur am Ende beim Trigger wäre es ärgerlich. Das ist hier sogar noch besser. Jetzt öffnet sich die Tür noch nicht, weil du erst den zweiten grünen aufmachen musst. Oh, öffnet sich der Trollraum nicht. Wie geil ist das denn? Der zweite grüne. Der zweite grüne ist hier drin. Wie gut. Okay, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz das hier anschauen. Also, orange ist oben die Wand und das Kissen. So, also holen wir ihn erstmal da hoch. Dann müssen wir grün und violett nutzen. Wir holen erst
grün runter. Ich hätte als allererstes genau den orangenen gemacht. So, dann holen wir den hier rüber. Hol den orangenen doch gleich aufs Kissen. Nein, warum, das warum könnte mir das vielleicht das Ding kaputt machen. Nein, kann's nicht. Kann es nicht. So, weil ich kann mich das hinten jetzt kaputt machen und hole mir jetzt erstmal den grünen hier komplett runter. So. Ha, und du hast Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch, das Kissen. Nein, habe ich nicht. Vor der Tür. Es wird gehen, es wird gehen. Alles cool, mach mal keinen Stress. Ja, es wird gehen, aber das ist total sinnlos gewesen. Ist mir doch egal, aber es funktioniert immer noch. Das Level ist scheiße designt. Welcher Idiot hat dieses scheiß Level designt? was wollte ich jetzt machen? Ich muss den dahin bringen. Okay. It's a bug. No, it's a feature. Na guck, es funktioniert halt immer noch. Easy. Doch nicht. Klappt das nicht. Noch alle drei am Leuchten. Oder nicht? Nee, der ist nicht am Leuchten. Gar nicht gemacht. Der Orangen geht nicht mehr. Das ist das. Jetzt habe ich es mir doch kaputt gemacht. Genau. Nein, habe ich nicht. Na? Nein, habe ich nicht. Sicher? Ja, ich rette das. Verdammt, doch nicht. Kann ich das noch irgendwie retten? Wenn wir den vielleicht ein bisschen in die Richtung ziehen? Müssten wir den da weg... Ne, den da weg machen? Schieß hinten. Hinter, da, wo der Lila nicht stand, mach den orange. Genau. Fuck. Hab's doch kaputt gemacht. Scheiße. Jetzt geht halt auch nichts mehr. Das ist total einfach. Jetzt geht's halt doch nicht mehr. Kacke. Da hab ich's mir doch fertig. Ach, scheiße. Es geht halt auch nicht mehr retten. Ich kann nichts mehr daran machen. Ich krieg den nicht mehr nach rechts gezogen. Geh doch. Ja, okay. Und zack. Muss ich mich einmal opfern. Kannst du ihn nicht rüberschieben? Ach, scheiße, ich war zu schnell. Und nochmal die ganze Kacke. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, du setzt erst den Orange bis aufs Ende. Ja, du mich auch. Ah, herrlich. Es war aber lustig. Das auf jeden Fall. Na also, das ist... Um mehr geht's doch gar nicht. Ich bin doch hier, um zu unterhalten. Und solange ich unterhalte, ist doch alles in Ordnung. Mareike, da muss ich nicht mehr applaudieren. So, jetzt gehst du da hin, du gehst weg und dann ist der schon mal richtig. Kommt wieder dieses scheiß Ich hasse es. Mareike, ich glaube, ich bastle irgendwann mal so einen applaudierenden Seehund als Einspieler für Krian zusammen. Den kann er dann bei sowas einblenden. So, jetzt müssen wir erstmal dahin, dann nehmen wir die Wand. Den weg. Dahin, den weg. Bisschen nach da gehen bitte, damit ich nämlich dahin komme. Machen wir die beiden weg. Dann gehst du da in die Ecke und der geht weg und dann bist du... Fuck. Aber es ist nicht schlimm, wir machen nicht einfach auf. Schon, dann haben wir auch geschafft. Man könnte das halt noch ekelhafter machen, wenn wir den machen, dass man nicht anschießen darf. Dann kannst du keinen Fehler mehr erlauben in dem... in Anführungszeichen, mehr oder weniger schweren Rätsel hier. So. Also, wir machen den zunächst einmal orange. Dann machen wir den hier erstmal. Mareike, das wird keine Facecam überleben. Der wird die Leute dann zigmal sich aufregen. Pack! Schon wieder neu starten. Was machst du denn? Ich war zu schnell. Ach, das ist mein eigenes Level. Das habe ich selbst gebaut. Das kann ich ganz einfach durchspielen. Ja, kann ich ja auch. Ich weiß ja, wie es geht. Ich bin nur zu schnell. Was soll ich denn machen? Das Level ist halt nicht für Schnellspieler geeignet. Was kann ich dafür, wenn der Konzeptor und der Ersteller dieses Levels einfach ein Idiot ist? Guck, kaum spielst du dein eigenes Level, hast du einmal deine Zuschauerschaft verdoppelt. Beim Bauen waren es nur die Hälfte. Nicht dahin. Du gehst dahin, ich mach den weg und dann mache ich dich violett und dann freust du dich. Jetzt freust du dich. Na, also er freut sich.
Nein, ich habe dir ja schon gesagt, Mareike, dann bräuchte ich nur den Wut aus Alles steht Kopf nehmen. Einblenden. Deswegen ist ja auch das Kanalbild neu gemacht worden. Ein bisschen in diese Richtung. Ich hätte schon wieder das hier kleiner machen können. Ach, egal. Man muss aber auch mal sagen, ich teste wenigstens. Ich habe mein Level mehrfach getestet. Ich habe ja nicht zum ersten Mal jetzt reingeschaut. Das macht jetzt nicht unbedingt besser, dass ich es so verkacke. Aber ich lasse es ja nicht einfach ungetestet. Ja. Das finde ich auch gut, dass man es erst einmal durchspielen muss, bevor man es hochladen kann. Richtig. Dadurch verminderst du auf jeden Fall die Trolle. Ja, genau. Das ist ja auch bei Super Mario Maker so. Ja, bei den GTA zum Beispiel, GTA 5, gibt es ja viele Videos auf YouTube und so. Und da habe ich mitbekommen, halt, dass viele Sachen gemacht haben, die eigentlich unlösbar sind, so Rennstrecken und sowas. So. Gehst noch nicht dahin? Gut, dann machen wir nochmal einen Zwischenraum für dich. Auf geht's. Zack, zack. Blau, blau, blau. Dann bist du violett. Perfekt. Okay, ach ja, genau, hier, mein Kreisel. Und der dran. Irgendwie halten die nicht den Abstand, den sie erhalten sollen. Toll, ich wollte vordrängeln. Was ist denn bei dir los? Bei mir? Ja. Nichts. Das Einzige, was hier gerade ist, ist ein Murmeltier im Hintergrund noch. Ich habe kein Timing. Idiot. Ja, ich bräuchte die Konsole halt, die habe ich nicht. Und da bräuchte man noch eine Capture Card. Um das zu machen. Ja, auf welcher läuft denn der Wii Super Mario Maker? Wii. Auf der normalen Wii? Wii, so, glaube ich, also Wii U auf jeden Fall und auf dem 3DS. Ja, Wii U ist kein Problem, da kannst du eine gute Capture Card kriegen, aber für die Wii ist scheiße, weil die halt nur das Card bzw. diese, wie heißt das andere noch, RGB, keine Ahnung, weil diese der Kindenstecker ja hat. Da bin ich verzweifelt schon am gucken nach einer Capture Card, die vernünftig ist. Ich hab da eine Wand nicht richtig markiert. Egal. Eine Wand kann man hier anschießen, wenn man will. Ich sehe schon kommen, ich sterbe noch in diesem Level wegen so einem scheiß Workatroid. Das Schlimme an den vielen Super Mario Maker Level ist halt einfach, da musst du dermaßen Skill haben, um die zu lösen. Ich beneide die Leute, die es können, weil das so grandios ist teilweise. Ja. Also gerade wenn du da an Panga Pangea denkst, oder ich gucke auch sehr häufig den Grand Fubear, ein sehr sympathischer Streamer. Braucht keine Werbung für ihn zu machen, weil wer Super Mario Maker guckt, der kennt ihn sowieso. Glaube ich. Vor allem auch wegen AGDQ. Awesome Games Done Quick, ja. AGDQ. Ach ja, jetzt kommt dieses schöne Hin- und Her-Gezappel-Level. Zack. Zack. Was sollen wir denn spielen? Kehr nach dem Level gleich durch, ohne Probleme. Ja, im ersten First Try. Auf jeden Fall. Wer was anderes behauptet, lügt. Das ist grundsätzlich so. Wer behauptet, ich hätte was falsch gemacht, der lügt grundsätzlich. Oh. War das geplant? Das ist nicht geplant, scheiße. Verdammt, ich habe das Game, na, ich habe es nicht ganz gebroken, aber ich habe da vergessen, eine Sache nicht anschießbar zu machen. Och nein, da muss ich gleich nochmal spielen. Na, das Zwischenelement da, gerade mit der Glasscheibe. Ja. Da habe ich irgendwie... Ist das denn so schlimm, dass das jetzt anschießbar ist? Es nervt mich. Achso. Also eigentlich ist es nicht schlimm. Das stört deine Symmetrie. Du kannst es ja, wenn du es violett machst, ist es ja wieder safe. Das versaut ja das Spiel nicht. Nee, ich sag jetzt, das stört einfach deine Symmetrie. So. Nochmal, der Raum. Okay. In Ordnung. Nur mal ganz kurz überlegen. Ich brauche den und den für Orange. Brauche den und den für Violett und brauche den da hinten komplett für Grün. Soll ich dir sagen, wie du schießen musst? Nein, sollst du nicht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach den... Wir schießen den erstmal den Orangenen da.
So, dann würde ich gerne den grünen komplett einmal vorziehen. Einfach nur, weil ich es kann. So, wenn ich mir jetzt von da hierher ziehe, geht das ohne Probleme. Setz doch gleich den Orangen hin, wo er hingehört. Dann kannst du da schon nichts mehr kaputt machen an der Ecke. Bitteschön. Manometer, nur am Rumheulen. Da, jetzt kommt er hierher, der wird weggemacht. Dann hauen wir den da hinten nochmal in die Ecke. Es ist halt nicht schön, dass er hier nicht komplett zu 100% auf dem Trigger drauf ist. Das gefällt mir halt nicht, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, dann müssen wir den hier violett machen, sonst kriegen wir den da hinten nicht rum. Ach, deswegen funktioniert das nicht. Ich dachte, das Feld an der Wand neben dem Grün wäre auch noch einfärbbar. So, und da hinten jetzt auch noch violett machen. Weil sonst hättest du alle hundertprozentig auf den Trigger setzen können. Ja, das gefällt mir halt auch nicht ganz. Aber es ist lösbar und damit kann ich damit erstmal leben. Ja. So, jetzt kommt unser einmal Ron-Shot hier. Guck mal, alles blau ist eine prima Farbe. Ah, ich habe schon getroffen gehabt. Guck mal, jetzt ist nämlich da hinten das grüne Tor offen. Wenn er jetzt nicht nach links guckt und sieht, dass das Ziel offen ist, würde er hier einfach durchrennen. Oder es macht jemand, der 100% das Spiel sehen will. Jetzt hat man nämlich hier nochmal so eine Passage mit dem Anschießen. Aber du kannst halt einfach hier durchgehen und dann siehst du eben hier hinten das Ding. Also was hier noch cool wäre eigentlich sowas, dass man so Buchstaben oder so schreiben kann und dann so... Herzlichen Glückwunsch, Sie sind hier angekommen. Oder so. So, ja, einfach nur ein Schild. Ja, irgendwie sowas. Oder so ein Trollface. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft. First Try. Level durch. Vielen Dank auch.